Moin meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal Löffel Leicht. Ich bin Juli und heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Milchpudding selber machen könnt. Und wie das geht, bzw. was ihr dafür braucht, das zeige ich euch jetzt. An Zutaten benötigen wir Sahne, Speisestärke, Zucker sowie Milch. Dieser Milchpudding ist an sich eine Süßspeise, auch in den arabischen Ländern, und wird normalerweise mit Orangenblütenwasser und Rosenwasser noch verfeinert, was auch sehr, sehr lecker ist und einfach so diese orientalische Note ausmacht. Das müsst ihr auf jeden Fall auch unbedingt mal ausprobieren. Es wird auch ganz, ganz oft noch für weitere Süßspeisen verwendet als Füllung. Aber das zeige ich euch auf jeden Fall nochmal in anderen Videos. Denn da gibt es so viele unglaublich leckere Möglichkeiten. Also seid gespannt, denn in Zukunft kommen natürlich auch diese leckeren Rezepte. Zu Pudding braucht man eigentlich natürlich nicht viel erwähnen. Wir werden jetzt die ganzen Zutaten kalt miteinander pürieren und dann anschließend auf dem Herd erwärmen, sodass wir dann natürlich unseren Pudding haben. Hierzu gebe ich jetzt einfach meine Milch in den Topf. Natürlich auch die Sahne. Sahne aus diesem Grund, weil Sahne einfach das nochmal total cremig und ja, natürlich auch etwas gehaltvoller macht. Aber vom Geschmack her lohnt es sich auf jeden Fall. Dann natürlich den Zucker. Und die Speisestärke. Und das wird jetzt einfach einmal alles miteinander verrührt, dass wir halt keine Klümpchen mehr von der Speisestärke haben. Wenn ihr euch dafür entschieden habt, dass ihr das Rosenwasser sowie das Orangenblütenwasser verwenden möchtet, nehmt ihr einfach jeweils 1 bis 1,5 Esslöffel von diesem Wasser und gebt das jetzt schon direkt mit dazu. Und jetzt wird alles auf dem Herd einmal unterrühren aufgekocht. So, der Pudding ist nun fertig und wir können ihn in die Gläser oder Schälchen, was ihr halt am liebsten nehmen mögt, das ist eigentlich vollkommen egal, füllen und dann lassen wir es auskühlen und im Anschluss können wir das dann noch schön dekorieren mit Granatapfel, Kokos oder, ach Gott, ihr könnt da wirklich so viele verschiedene Sachen nehmen, Pistazien, das werde ich nämlich auch noch nehmen, aber ihr könnt dann natürlich auch das drauf machen, was ihr gerne mögt. So, der Pudding ist jetzt ausgekühlt und jetzt können wir ihn auch schon dekorieren. So, und das war's auch schon. Mehr ist das nun wirklich nicht. Es ist halt wirklich ganz einfach ein leckerer Milchpudding. Dann probiert auf jeden Fall die orientalische Variante aus mit Rosenwasser und Orangenblütenwasser, denn das macht diese Süßspeise nochmal besonders. Ja, und das war es auch schon. Wie gesagt, super schnell und einfach, aber manchmal sind einfache Sachen auch sehr, sehr lecker und ich glaube, Pudding mag so gut wie fast jeder. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, was man noch alles aus Milchpudding für leckere Süßspeisen zaubern kann, dann abonniert meinen Kanal, denn in Zukunft werden natürlich solche Rezepte auch folgen. Also seid gespannt und bleibt dran und schaltet bei meinem nächsten Video wieder ein. Bis dann!